Ah, Tentakel. Ob Cthulhu, Mindflayer oder omnipotente Glücksbedrohung im japanischen Zeichentrick, Tentakel sind beliebt wie nie zuvor. Und so wollte ich immer mal welche anmalen. Und obwohl ich einige Cthulhu-Figuren habe, konnte ich das seit Jahren nicht mehr wirklich machen. Zum Glück hat der Tabletop-Club Tabletop Freibeuter eine eigene Miniatur mit ihrem Maskottchen produziert und mir in die Hand gedrückt. Aber nicht nur das. Diese Figur konntet ihr in der diesjährigen Charity-Auktion zugunsten des Kinderhospiz Sternbrücke ergattern. Wenn ihr wollt, könnt ihr da natürlich immer noch hinspenden, ist wirklich eine sehr gute Sache. So, und die konntet ihr nicht nur einfach so ergattern, sondern auch bemalt. Von vielen Hobbyisten und Clubmitgliedern und einer oder eine von euch, die da mitgemacht haben, wird leider das Pech haben und diese Miniatur hier bekommen, die ich hier jetzt anmale. Das folgende Video wird euch präsentiert von pkpro.de. Und ihr habt jetzt Glück, denn ihr bekommt diesen Tentakulon, den ich anmale, nicht. Puh, Glück gehabt. Aber ihr bekommt ein paar Tipps, wie ich diesen Mützenträger anmale. Und wer weiß, vielleicht könnt ihr ja einen dieser Tipps auf die ein oder andere Figur von euch übertragen. Folgende Farben habe ich also für dieses Tutorial verwendet und huiuiui, das war eine ganze Menge. Ich geb's zu, ich war mischfaul dieses Mal. Fangen wir bei Scale 75 an, von denen habe ich nämlich das White, das Irokko, Kalahari Orange, Mars Orange, Adriatic Blue und Thrash Metal benutzt. Aus deren Fantasy- und Games-Reihe nutzte ich das Resurrection Flash, aus der Artist-Reihe das Cobalt Blue und von deren Instant-Farben das Love Affairs. Von Ultra Acryl verwendete ich das Carbon Black Deep und das Bismuth Yellow. Von Pro Acryl hatte ich das einfache Blau und von Citadel die beiden Contrastfarben Apothecary White und Zigor Brown. Meine erste ist nämlich Kalahari Orange. Mein Octo soll nämlich orange werden. Ist die Grundfarbe aufgetragen, nehme ich das Mars Orange und sprühe dies noch einmal rüber. Allerdings hauptsächlich von oben und an die etwas erhabenen Stellen vom Körper, sodass wir einen Farbverlauf vom dunkleren Kalahari Orange zum helleren Mars Orange bekommen und die Elemente, die auf der Unterseite und im Schatten liegen, dunkler sind als die, die besser für uns sichtbar und nach oben ausgerichtet sind. Dadurch haben wir einiges an Plastizität in die glatten Flächen bekommen. Das ist schon nice, aber ich finde die glatten Flächen dann trotzdem noch etwas zu langweilig. Außerdem mag ich das, wenn so ein bemützter Akropos sich schon fantasyartig um einen Pinsel krakelt, dass er auch ein paar Punkte haben darf. Und da passt Blau zum Orange einfach schön. Also nehme ich das Blau von Pro Acryl und tupfe mit einem Pinsel überall auf seiner Haut ein paar blaue Punkte auf. Dabei versuche ich nicht zu gleichmäßig zu arbeiten, damit es nicht zu gewollt von meiner Seite her aussieht. Habe ich das gemacht, will ich noch mit einem helleren Blau die Punkte etwas aufwerten. Dafür nehme ich das Adriatic Blue von Scale. Ich hätte das Blau auch einfach mit Weiß hochmischen können, aber wie ich schon mal sagte, ich war mischfaul. Mit diesem helleren Blau tupfe ich nochmals feiner in die blauen Stellen hinein. Allerdings etwas kleinere Punkte, damit man noch beide Blautöne sieht und man einen, naja, sehr groben Verlauf hat. Apropos Verlauf. Die Augen müssen auch ein wenig hervorgehoben werden, weshalb ich das Mars Orange nehme und die stärker modellierten Partien um die Augen herum akzentuiere. Das passiert nach der Schicht- bzw. Layering-Technik. Alle Neueinsteiger unter euch, denen das nichts sagt, das ist eine Grundmaltechnik, zu der ich mal ein gesondertes Tutorial aufgenommen habe. Schaut euch das gerne einmal an, um euch mit dem Prinzip der Technik und der Theorie vertraut zu machen. Nun muss ich dann leider doch etwas mischen, denn das pure Orange ist noch etwas zu dezent. Daher mische ich ein bisschen Weiß in das Orange hinein und gebe eine zweite Akzentschicht hinzu. Nicht zu sehr aufgehellt, nur so viel, dass man sofort sieht, dass bei den Augen etwas passiert, aber das Modell nicht von einer zu hellen Fläche dominiert wird. Nun kommen die Saugnäpfe auf der Unterseite der Tentakel dran. Dafür nehme ich das Resurrection Flash. Das ist ein pinker, fleischiger, ja ein kleines bisschen beiger Ton sogar. Den mag ich sehr gern dafür. Dieses Beige passt farblich ganz gut zu den Saugnäpfen. Ich hätte auch Grau oder Weiß nehmen können, aber das Fleischige gefiel mir hier eigentlich ganz gut. Vor allem, weil es sich nicht so sehr in den Vordergrund spielt, denn der Kontrast in dieser Figur soll nachher zwischen dem Körper des Oktopus und seiner Mütze liegen. Nun will ich alle Elemente der Haut ein klein wenig miteinander verbinden und dem relativ blassen Orange noch eine stärkere Färbung geben. Dafür nehme ich das Love Potion von den Instant-Farben von Scale. Das verdünne ich noch einmal weiter und trage es dann schön flüssig und transparent komplett über den Kraken auf. Dadurch werden die Vertiefungen noch etwas eingefärbt und alles bekommt einen leichten Rotschimmer und wird farblich kräftiger. Ist die Farbe trocken, ist nun auch der Körper des Kraken fertig. Zeit, sich also um die Mütze zu kümmern.
Diese male ich Cobalt Blue an. Eigentlich hätte ich ehrlich gesagt auch das Blau von Pro Acryl nehmen können, denn optisch, nun ja, geben sich die beiden wirklich nichts. Aber was soll ich euch jetzt anlügen, ich habe halt Cobalt Blau verwendet. Dafür brauche ich allerdings 3 Schichten, damit es einigermaßen akzeptabel deckt. Eventuell habe ich es auch zu dünn gemischt. Die Artist-Farben von Scale sind wirklich geil auf kleinen Flächen, werden bei großen Flächen aber dann wahrscheinlich eher ein bisschen mau. Nun ja, ich nehme ein letztes Mal meine Airbrush in die Hand und mische mir eine Mischung aus einem Tropfen Cobalt Blue und 2 Tropfen Weiß an. Auch hier kann ich nur auf ein Tutorial von mir verweisen. Hadert ihr noch mit der Anschaffung einer Airbrush oder habt ihr einen und habt Probleme bei der, naja, richtigen Vorbereitung der Farben? Dann schaut euch gerne mal mein Tutorial diesbezüglich an. Ich habe sogar eine ganze Serie produziert, wie man mit der Airbrush anfängt, wenn man Interesse daran hat. Und zwar ziemlich aus Anfängersicht. Was muss man bei der Airbrush beachten? Wie muss man am Anfang die Einstellung machen? Und was gibt es insgesamt für Möglichkeiten und Stolperfallen? Meine hellblaue Mischung sprühe ich nun auf die Mütze auf. Allerdings nur von schräg oben, so dass es einen hellen Farbverlauf gibt, der aber nur von vorne und oben zu sehen ist. So fängt sich dort das Licht, zieht den Blick mehr auf die Vorderseite des Modells und das Blau verläuft sich auf der Rückseite ins Dunkle. Ich sprühe in mehreren Schichten, zuerst sehr großflächig und dann immer kleiner werdend, damit ich den Verlauf auch noch verstärke. Ach, für sowas, ha, liebe ich Airbrush echt. Bommel und Saum der Mütze gehen ganz fix, dann nehme ich einfach das Weiß und trage es deckend auf, das heißt, es muss zweimal drüber gemalt werden. Dann nehme ich das Apothecary White von Citadel und lasse dieses unverdünnt über die weißen Flächen laufen, damit diese dann dunklere Vertiefungen bekommen. Ein wenig habe ich jetzt übergemalt, das ist aber erstmal kein Problem. Kümmern wir uns um die Augen. Diese sollen gelb werden und wenn man gelb malt, empfiehlt es sich oft, einen Grund für die gelbe Farbe zu malen, da gelb leider keine allzu stark deckende Farbe ist, egal von welchem Hersteller. Daher male ich die Augen des Krakophanten mit Irokko zuerst an. Dies ist eine beige Farbe, die wunderbar als Grundlage dienen kann. Ist diese trocken, nehme ich das Bismuth Yellow von Ultracryl und male die Augäpfel noch einmal an. Das Gute bei dem Modell ist, dass ich hier jetzt nur Striche malen muss und dadurch, dass Irokko am Rand noch sichtbar ist. Dadurch heben sich die Augäpfel wunderbar von den Lidern ab und wir haben dadurch eine schöne Trennung beider Elemente, die eigentlich ganz gut aussieht. Mit einem Schwarz setze ich nun 2 Punkte in die Augen. Diese habe ich etwas weiter oben an die Lider angesetzt. Dadurch wirkt der Okto noch genervter, als er eigentlich eh schon reinschaut. Hey, wenn das schon so modelliert ist, don't blame the messenger. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Ich habe beim Bommel und beim Saum etwas unsauber gearbeitet. Das möchte ich jetzt ausbessern, indem ich das Blacklining verwende, also die Technik des Blacklinings. Und ja, auch dazu habe ich schon ein Tutorial gemacht. Toll, oder? Mit einem leicht verdünnten Schwarz male ich nun einen Strich zwischen Saum und Mütze sowie Mütze und Bommel. Und zwar genau in der Vertiefung, wo beide Elemente sich treffen. Das gleiche mache ich auch auf der Unterseite des Saums, wo dieser auf die Haut des Octalos trifft und das nennt sich Blacklining und natürlich habe ich dazu auch schon ein eigenes Tutorial-Video gemacht. Man hätte das auch mit einer weniger krassen Farbe als Schwarz machen können, aber ich mag den cartoonigen Stil, der daraus resultiert. Der Rest des Modells ist tatsächlich nicht so spannend, beziehungsweise gibt es jetzt nichts Neues, was ich nicht schon in anderen Tutorials 1:1 so gemacht habe. Mit einem Blau-Schwarz-Gemisch habe ich den Schaft des Pinsels angemalt, mit Thrash Metal einfach die Metallzwinge an der Spitze, danach die Pinselhaare mit Kalahari Orange angemalt und hinterher mit verdünntem Zigor Brown gewascht. Diese flüssige Wash-Kontrastfarbe habe ich auch noch genutzt, um sie gezielt in die Vertiefung der Zwinge zu malen. Die Felsen habe ich nach der gleichen Methode gemalt, wie ich es gerne bei solchen felsigen Untergründen auf Bases mache, zum Beispiel auch bei dem Barbaren, den ich für das neue Hero Quest bemalt habe. Am besten ihr schaut euch dazu aber mal das Video Zinsch Charakter für Warhammer bemalen von mir an. Dort zeige ich nämlich ganz genau im Detail, wie wir da vorangehen und wir brauchen das jetzt hier nicht nochmal 1:1 wiederholen. Wenn die Farbe allerdings trocken ist, mache ich etwas, was ich im anderen Video nicht gemacht habe. Ich nehme die Mossy-Paste von Krautcover, um den Felsen ein wenig grünen Flaum zu verpassen. Eigentlich mache ich das gerne mit einer grünen Emaillefarbe, aber auf die möchte ich heute mal verzichten und auch gleich mal testen, was diese Paste so alles kann. Diese trage ich also dick mit einem Pinsel auf und lasse sie gut durchtrocknen. Das Ergebnis? Ja, ist eher so mittelmäßig, ehrlich gesagt. Ich dachte, dass es die Felsen mehr einfärbt, stattdessen gibt es ein paar grüne Krümelchen hier und da. Ist zwar auch ganz nett, aber das nächste Mal weiß ich es besser. Damit ist die Figur fertig.
Das hat doch mal Spaß gemacht und ist locker an einem Nachmittag fertig gewesen. Ich mag ja so kleine Projekte zwischendurch, die nicht mega aufwendig sind. Und dafür ist dieses Modell echt gut. Zwar ist die Charity-Aktion der Tabletop-Freibeuter schon abgelaufen, aber solltet ihr dennoch Lust auf das Modell bekommen haben, dann schaut doch mal auf der Webseite der Tabletop-Freibeuter vorbei. Wenn ihr lieb fragt und spendet, dann kommt ihr bestimmt auch an einen unbemalten, bemützten Kraktopus heran. Und eine Spende an das Kinderhospiz Sternbrücke. Ehrlich gesagt, das ist immer eine gute Idee. Auch unabhängig von dieser Aktion. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und was für euch mitnehmen. Solltet ihr noch mehr von Deist sehen wollen, ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir vielleicht mit einem Abo oder einem Kommentar eine kleine Unterstützung da lasst. Oder mit einem Daumen nach oben. Kostet nichts und hilft tatsächlich eine ganze Menge. Oder ihr sagt, ich möchte vielleicht ein bisschen mehr geben. Guckt mal auf www.co-fi.com/deist vorbei und weiß nicht, lasst vielleicht eine kleine Cola da. Das würde mich sehr freuen, dass ich beim nächsten Schnittmarathon, naja, Augenringe kriege ich eh, aber zumindest wacher bleibe. Also like and subscribe und da ihr das alles so fein gemacht habt, sehen wir uns in der nächsten Videoreihe wieder. Danke!